So, erstmal wieder an meine Hose greifen. Ja. Also ich habe mal wieder den Sepper zwischen meinem Schritt, da bin ich ganz ehrlich zu euch. Folge 2 von 7. Richtig. Ein bisschen mehr Firepower. Aber. Ja, lad noch länger nach. Grundsätzlich habe ich eigentlich vor ersten Bossen im Videospiel nie Angst, aber irgendwie sollte ich vielleicht doch. Ist das so? Letztes Mal, weil wir 7 Remake hatte ich gebumst. Das stimmt. Ja, denke ich auch. Ist die Mucke ein bisschen laut? Nur diese Dildo-Munition hier, das ist irgendwie auch nicht so angenehm. Ganz schlechte Nachlade, ganz schlechte Nachladetiming. Wenn ich so rumzappeln würde, wäre ein bisschen einfacher, actually. Drop doch mal Muni oder so. Ach ja. Ja, sehr spaßiger Boss auf jeden Fall. Ist mein Boss? Oh ja, mein Gott, stimmt. Es ist kein Gegner. There. Das ist jetzt ganz schlecht. Ich nehme mein Kraut, ne? Krauser geht's doch gut. Huch. Das war, ich glaube, ich habe mich zufällig die Glocke getroffen. Geil. We did it. We did it. We saved the city. Da liegt eine Waffe rum in der Ecke. Leon, what the hell is going on here? Have you fought these things before? Look, fill me in. I need to know what you've been through. Everything. Okay. S. Wie, das ist nur B. Wenn die Leiste fast voll ist. 49 wäre A und 50 ist S oder was? A-Rang, das gefällt mir doch schon mal gut. Ja, gibt's hier eigentlich auch wieder, ohne fortzusetzen geschafft, ja. Gibt's hier eigentlich auch wieder irgendwelche, freischaltbare Sachen durch Ränge und so einen Scheiß?
Okay, daher Resi 2 Erzählungen. Ah ja. Achso, stimmt. Jetzt wahrscheinlich Resi 2 geht los, ne? Schriftliche Anordnungen. Ouvertüre. Konfitüre. Mädchen. Ich habe ein Mädchen erhalten. Nett. So. Ah, guck mal, ich kann mir sogar selber entscheiden, was ich hier auflevel. Warum darf ich nicht auch... Achso, ich kann mir nichts leisten. Das ist schlecht. Naja. Wenn man den letzten Endgegner in weniger als 10 Minuten besiegt, schaltet man zwei neue Missionen weiter. Das sind die gleichen Missionen wie die letzten beiden, bloß schwerer und aus der Sicht von Krauser. Ja, okay. Wenn ihr den geheimen Tofu-Modus freischalten wollt, müsst ihr jetzt Gebiet 5 von Operation Javier im normalen Schwierigkeitsmodus durchspielen. Und rechts im Hauptmenü könnt ihr dann über den Punkt Secrets auf den geheimen Tofu-Modus zugreifen. Ich denke, wir interpretieren das als Nein. Ja. Die letzten beiden bloß schwerer und aus der Sicht von Krauser. Das muss nicht sein, denke ich. Das muss nicht sein. So, geht's direkt weiter hier? Oh mein Gott. Okay, ja dann jetzt mal Kloakenklär, ne? OMG, Leron. Das ist wichtig für dich. Jetzt bin ich gespannt. Oh, ich darf sogar die Munition mitnehmen, so logisch. Ihr könnt zwei weitere Schwierigkeitsgrade freischalten. Einmal Very, sehr leicht, indem ihr in einem Level 10 mal auf Continue fortfahren klickt. Also wenn ihr tot seid. Und einmal Very Hard, wenn ihr das Spiel auf Hard durchgespielt habt. Ja, okay, also es sollte nichts dagegen sprechen, dieses Spiel auch durchzuspielen. Das ist herrlich. So, was heißt Waffen aufheben? Achso, dass ich die entferne jetzt quasi. Ja, okay. Passt soweit. Ja, ich will Very Hard freischalten, ist ja wohl klar. Sehr hart. Wie mein Glöd. Am Mittwochmorgen. Oh, heute ist Mittwoch. Alright. Let me go back to the beginning. My fight against biowarfare all started in a zombie-infested ghost town. Sieht so viel besser aus als im Remake. It was September 1998. My first and only day as a police officer. Ja, vielleicht kommt jetzt nach dem Level das Menü. Sure. Not bad. I never thought any of this stuff my brother taught me would work. Stars? A special force issue, huh? It's my brother's. That's why I'm here, to find him. I'm Claire Redfield. Hey, Leon Kennedy. Eigentlich wurden die ja getrennt, ne? Aber gut. Was weiß ich schon. No clue. Just got here myself. Ah. Well then, guess I shouldn't rely on you to show me about. Damn it, I can't get a signal on this thing either. Hey, let's go over to the police station. We should be able to find out something there. Right. It could blow up at any minute. Let's go. What's your brother's name? Chris. Chris Redfield. What? What? Where are they all coming from? Oh no, they're over here. Entscheide dich, wo du hingucken willst, Frau. Habe ich schon Granaten? Nö. Jetzt schon besser als das Remake. Get away from me. Ach, das Remake war ganz gut. Ich mochte das. Are you sure?
Nein, Leon! Sei nicht dumm! Das ist ein gutes Spiel. What's going on in this town? Ich baller mal überall hin, ich hoffe, das ist okay. Ja, warum denn nicht? Hey, are you alright? Are you alright? I can't believe this. Sehr gut. Let's grab whatever firepower we can. Oh ja, sehr gerne. We need guns. Lots of guns. We gotta get out of here. We should go out the back. Aber es ist eigentlich schön, dass ich jetzt vor kurzem das Remake gespielt habe. What's going on in this town? Hey, I'm a rookie. Don't ask me. I just got here. What is that? Do you smell that? Oh god, it reeks. Something must be rotting. We'd better be careful. Habt ihr den Brief von Jill in Resi? Ja. Habe ich auch direkt erkannt, dass es DLC ist, weil ich wusste das, dass es irgendwie ja nachgepatcht wurde, was ziemlich cool ist. Der lag ja auch in diesem Gunshop, ne? Uiuiuiui. Ja. Frag mal deinen Bruder, der weiß, der kennt das auch schon. Alter. Würde ein bisschen helfen, wenn du nicht so rumzappeln würdest. Frau. Bei dir uns wird wahrscheinlich genauso rum. Wir titten für sich. Ich habe gar nicht drauf geachtet, aber wahrscheinlich war das so. Let's not think about that for now. We're not the only ones left alive, are we? No, of course not. We can't give up. There's got to be someone left alive. Yeah, you're right. Must be Dada. Where'd that come from? They're coming. Alter, die Kamera, die ist hier komplett am Durchdrehen. Hilfe. War doch im letzten nicht so, oder? Bitte. This too shall pass. This fool shall pass? War das eine Herr der Ringe-Anspielung? Ich glaube schon. Unglaublich. Watch your step. Noch kein Damage genommen, ne? Wow. So ein guter Spieler. Leck mich am Arsch. Scheiße. Wie, das hilft nicht. Huch, hast du den gewechselt? There's a street. Oh, wump! Careful. Der Sound hatte viel zu viel Bass. This is like a horror movie. But you don't have to do this many stunts in a horror movie. If we can get through here, well. The police station is close. In den Resident Evil Realfilmen gibt es auch viele Stunts und Horror. Naja, so viel Horror eigentlich nicht. Yeah, but this place is in ruins too. Kommt ja bald ein neuer CG-Film raus, ne? Beziehungsweise, ich glaube, der ist in Japan schon draußen. Aber hier noch nicht. Better get moving. Leon, look, ein Kraut.
Jetzt habe ich es auch wieder gesehen, die Wiggle Physics. This is taking forever. There's too many of them. They won't let us through. This isn't looking good. Kill them all. Wie oft habe ich jetzt genau diese Titty-Physics-Frau schon gesehen? Aber gut, dass der Bus auch wieder da ist. Der Bus. The barricade's already broken. There it is. That's the Raccoon City Police Department. Are you sure? Yeah. I'm sure. Arbeit ist da, Leon. Also gut, du warst ja noch nicht da, aber... Oder war er schon mal da? Ich weiß es nicht. Ja, zum Bewerbungsgespräch bestimmt. Danke. Bin ich so cool wie du und treff die instant. Alter, die Kamera! Boah, ich werd wahnsinnig, Alter. Renn einfach. They're even here? Gucken wir uns mal Brad an. Wie wär's? Im Revolution 2 war sie sicherer. War sehr enttäuscht, dass man im Remake, glaube ich, nicht hier runter kann. Bist du Brad? Weiß ich nicht. Bist du Brad? Weiß ich nicht. Bist du Brad? Weiß ich nicht. I'm Brad. Na! Boah, ich hab vergessen, es umzustellen. So, what do you think of your new job so far? Looks like the only life I'll have to save is my own. Als ob da jetzt wirklich eins drin war. Fucking. Hey. Oh, scheiße. B-Szenario geht's da lang. Ah, okay. War nicht auch vorher? Also ich hab geguckt, man kam da glaube ich nicht rein in den Gang. Aber vielleicht war ja auch zu doof. Das möchte ich nicht ausschließen. Ah, good. Let's move. Das Gefühl, die Hunde sind noch einfacher zu killen als im, als im letzten Spiel. Irgendwie erinnere ich mich. Habe ich ein bisschen PTSD gerade, weil genau dieses... Hier ist man ja auch langgelaufen in dem Höllenlevel mit dem Scheißboss, was ich auf Aran klappen musste. Genau. Ach, Granaten sind eine separate Einheit. Jetzt will ich ein bisschen ausstarten, damit dass man an dem Gitterdom rumsteht und wartet. Thank God. At least the police station is secure. Ha ha ha! Let's take a break. Because it looks like it's gonna be a long night. True. BZ, okay. Ohne Schaden. Der Lack gesoffen oder was? Okay. Cool. Folgende Seiten. Handgranate. Nie benutzt. Begegnung. Okay, jetzt muss ich erstmal hier... Archiv. Warte mal, gehen wir mal ins Hauptmenü. Es sieht so aus, als wenn ich tatsächlich mal wieder nicht Kapitel beenden kann und so. Nein. Optionen. Nachladen-Anpassung.
Niedrige Empfindlichkeit. Nee, hohe Empfindlichkeit ist das dann ja, ne? Logischerweise. So. Das sieht doch schon besser aus. Chroniken. Oh, ja, kann sich irgendwie doch nicht auswählen. Ach nee, doch, jetzt kann ich es mir ja aussuchen. Okay. Ja, das machen wir beim nächsten Mal. Waffen upgraden, stimmt. Scheiße. Ich kann nochmal zurück. Das machen wir alles in der nächsten Folge. Tschüss.